Also in einem der berühmten Literatencafés Wiens, bei einem klassischen Menü für Mittellose, nämlich einem kleinen Braunen und einem Glas Wasser, als sich auf den gastronomisch-ökonomisch optimierten Nebentisch 40 cm neben mich zwei Herren setzten. Ich genieße solche Gelegenheiten, fremde Unterhaltungen zu belauschen, mehr als Kino, obwohl es natürlich politisch nicht korrekt ist. Der eine war offensichtlich im Bühnengenre, der andere wollte ihm offensichtlich dorthin folgen und gebar in Folge mindestens 20 Ideen der Zusammenarbeit, die der andere allesamt mit einem verstörten Gesichtsausdruck und majestätisch wegwischender Handbewegung ablehnte. Ich möchte dem Leser Details ersparen, da selbst mir fast alle Vorschläge absurd erschienen. Nach einigen Minuten der Besinnung startete der in die Kunstwelt strebende noch einen Versuch mit einer mehr bodenständigen Idee. Du Stefan, wie wär's mit einem Kabarettprogramm? Das sehen die Leute doch immer gern, oder? Modernes Kabarett gefällt mir nicht. Und das Klassische ist noch schwerer, weil du an allen Größen der Vergangenheit gemessen wirst, Kalle. Sag mal, das klassische Kabarett arbeitet doch mit einem Blöden und einem Gescheiten, oder? Genau, und der Blöde fragt immer was. Ja genau, Kalle hielt inne und schaute verstört. Wirst du damit auf irgendwas anspielen? Na na, Kalle, frag nur weiter. Ah, also ich meine, wir sollten es auch einmal probieren, oder? Was meinst du? Es gibt dabei immer zwei Schwierigkeiten, Kalle. Welche? Die erste Schwierigkeit ist die, dass keiner der Dumme sein möchte. Das wird man nichts ausmachen. Und was ist die zweite? Zum Dummsein muss man gescheit sein. Wo ist da die Schwierigkeit? Ich sag nichts dazu, ich will nicht mit dir streiten. Manchmal verstehe ich dich nicht. Sag ich ja. Na, und wie geht man sowas an? So eine Doppelkonferenz mit einem Blöden und einem Gescheiten? Ja, normalerweise fragt der Blöde was. Da könnte man ja dann beweisen, dass man doch der Gescheite ist. Mann schon. Ich höre da so einen unterschwelligen Ton. Ich weiß schon, dass du meinst, dass du der Gescheitere von uns zwei bist, aber im Verhältnis zum Gesamtwissen der Menschheit weißt du genauso wenig wie ich, wenn du meinst, Kalle. Kalle nahm die Stellung eines Kampfhahnes an. Also wenn du so gescheit bist, wie heißt denn eine männliche Hebamme? Da ist die Frage schon blöd, Kalle. Wieso blöd? Im Zeitalter der Gleichberechtigung muss das doch möglich sein, dass ich Hebamme werde. Was ist Hebamme? Na, eine männliche Hebamme. Das Wort Hebamme leitet sich ab aus Heb und Amme. Also als Mann kannst du zwar sicher ein Baby heben, aber sicher nicht stillen. Daher gibt es keine männliche Hebamme. Ja, und dem Spital hebammen die? Ich meine, stillen die Babys noch? 8 Babys am Tag? Ich meine, ich kenne deine Hebamme, die hat da nicht so viel vom, weißt schon, was ich meine. Nein, heute stillen die Schwester natürlich nicht mehr. Und wenn, dann mit der Flasche. Na eben, also vielleicht wäre dann Heb Milupa richtig. Was? Na Heb und Milupa. Kalle, du wächst in die Rolle des Blöden wirklich perfekt rein. Alle Achtung. Also wenn du unbedingt einen Ausdruck suchst, dann eben Geburtshelfer. Kalle hielt ergriffen inne. Er nickte mit wohlmeinendem Lippenkneifen und setzte bedächtig fort. Du bist klug. Bin beeindruckt. Die stillen aber nicht, oder? Können sie ja auch nicht. Aber mit der Flasche. Ja, das ginge. Klar, sag mal, hast du keine vernünftige Frage? Kalle nahm einen Schluck seines Kaffees, rauchte sich eine Zigarette an, lächelte süffisant und fragte. Klar. Sag mal, kennst du diese neuen dreifach beschichteten Teflonpfannen? Ja. Wo nichts drauf haftet, nichts drauf hält. Ja, was ist damit? Sag mal, wie hält da die dritte Schicht auf der zweiten und die zweite auf der ersten? Kalle, schon wieder blöde Frage. Na bitteschön, du blöde Frage, blöde Frage. Mit dem Eifer eines Dachs, der eine Fährte in einer Erdritze erschnüffelt, scharrte er weiter, um den intellektuellen Unterschied doch noch zu relativieren. Ich habe ein Shampoo gekauft. Ja und, Kalle, da steht drauf für beanspruchte Haare. Ja und?
Na, erstens, wie erkenne ich, welche Haare von mir beansprucht sind? Und zweitens, wie wasche ich einzelne Haare mit einem Shampoo? Carly, du bist für die Rolle ein Naturtalent. Wirklich, bravo. Unverständnis ausdrücken, schüttelt Stefan seinen Kopf. Bitteschön, kriege wieder keine Antwort. Das ist doch eine billige Exploration alltäglicher Semantik. Jetzt wirst du ein bisschen seltsam. Was hat meine Romantik mit Ejakulation zu tun? Überhaupt nichts gesagt von deiner Romantik und schon gar nicht über deine... Ich habe gesagt Semantik. Ach so, da habe ich was. Was hast du davon? Was? Na, so eine Semantikvase von der Tante Ursula. Hat es mir geschenkt und gesagt, das ist Semantik, hat die Tante Ursula gesagt. Semi-Antik, habe ich ja gesagt. Semi-Antik heißt älter als 50 Jahre. Semantik ist die Lehre von der Bedeutung der Wörter. Du bist heikel, wegen einem kleinen I, wegen einem Buchstaben. Was heißt hier heikel, wegen einem Buchstaben? Ein Buchstabe ist wichtig. Es macht ja wohl einen Unterschied, ob ich blöd oder blöd bin. Na, Stefan, du bist nicht blöd, aber trotzdem ein Pendant. Pendant, du musst das Französisch aussprechen. Pendant, wozu? Das frage ich dir, wozu bist du ein Pendant? Sag, meinst du Pedant? Na, du hast mich ausbessert. Ja, ich habe dich ausgebessert, weil du ein französisches Wort falsch ausgesprochen hast. Was sollte ich ahnen, dass du bei einem lateinischen Wort einen Buchstaben hinzufügst? Das ist mir zu blöd. Merk dir einfach, Semantik ist nicht semi-antik, sondern die Lehre von der Bedeutung der Wörter. Damit habe ich nichts am Hut. Na geil. Und was wolltest du jetzt mit der Ejakulation jetzt sagen? Exploration! Also explodiert ist aber noch nie. Sag mal, bist du wirklich so blöd, oder? Exploration heißt Ausbeutung. Sag ich auch immer zu den Frauen. Was? Na, dass wir Männer immer was hergeben. Nicht? Im Restaurant Geld und im Bett. Kalle seufzt und ergänzt mit todtraurigem Gesicht. Das mag ich nicht gern. Du leidest wahrscheinlich auch unter Verstopfung, Kalle, oder? Wieso? Na, wenn du nichts hergibst, alles behalten willst. Nein, ich leide unter stressbedingter Dispersion. Depression! Wie willst du wissen, worunter ich leide? Haben sie dir die Wohnung neu ausgemalt? Na dann Depression! Wie kann man unter einem Gebäude leiden? Wieso Gebäude? Das ist das mit dem Beethoven-Fries. Das ist die Sezession. Schneiden Sie da nicht die Leute auf? Ich bitte, ich treibe mich nicht zum Wahnsinn. Das heißt sezieren. Können wir uns von den Fremdwörtern verabschieden? Kein Problem, ich weiß, dass du damit Schwierigkeiten hast. Ich? Stefan war inzwischen im Gesicht stark gerötet und sah sich immerzu um, ob ihn auch niemand bei dieser peinlichen Konversation beobachtete. Na, ich habe keine Schwierigkeiten mit Fremdwörtern. Ich nicht. Ich rede mit vielen Leuten jeden Tag und die affischieren meine Ausdrucksweise. Stefan resignierte offensichtlich. Es kam nur mehr ein Hauch eines Wortes über seine Lippen. Akzeptieren. Kalle, akzeptieren heißt das Wort. Das auch. Und du willst mir einreden, dass ich im Umgang mit Fremdwörtern Extremitäten habe. Kalamitäten. Das auch. Ich finde das von dir ziemlich impotent. Präpotent! Und deshalb diagonisiere ich in unserer Absolution eine historisierte Resonanz. Du diagonisierst nicht, sondern diagnostizierst in unserer Konversation und nicht in unserer Absolution eine manifestierte Dissonanz und nicht eine historisierte Resonanz. Habe ich ja gesagt, hast du was anderes verstanden? Sag mal, einfache Frage, kennst du den Unterschied zwischen umsonst und vergebens? Das ist dasselbe. Nein, Kalli, nein, nochmals nein. Ich bin umsonst in die Schule gegangen und du vergebens. Herr Ober, zahlen bitte, aber schnell. Stefan flüchtete, Kalle suchte meinen Blick, um Verständnis heischend, und als Stefan gegangen war, fragte er mich, wissen Sie, warum ich das Theater liebe? Ich schäme mich zwar heute noch dafür, aber meine Antwort lautete, excusez-moi, je ne parle allemand. Daher die Empfehlung von mir an Sie als Verkäufer, führen Sie Diskussionen mit Kunden nur, wenn es für Sie einen Sinn gibt. Danke.